Hallo euch allen, da sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im Trainingscamp. Wir haben die dritte Challenge der wöchentlichen Trainingseinheiten noch zu spielen. Es geht gegen die Philadelphia Eagles. Wir liegen mit 2 Punkten im vierten Quarter hinten und sollen das Spiel noch drehen. Also jetzt haben wir hier ein, eben hatten wir das Battle of Texas. Jetzt haben wir hier ein Divisional Rivalry Game. Also es ist wirklich bis jetzt das Trainingscamp eine Cowboys-Runde gegen das Team, gegen das wir aus den Playoffs rausgeflogen sind. Danach dann gegen das Battle of Texas, was wir für uns entscheiden konnten. Und jetzt geht es gegen die Philadelphia Eagles, einen direkten Divisionsrivalen. Vor 2 Jahren haben sie noch den Super Bowl gewonnen. Kamen auch dieses Jahr bis in die Divisional Playoffs. Die Eagles muss man, glaube ich, immer auf dem Schirm haben. Sehe ich auch in der kommenden Saison als das stärkste Team neben meinen Cowboys in der NFC East. Das wird sehr, sehr spannend. Washington und die Giants, glaube ich nicht, dass die eine Chance haben werden, groß ins Playoff-Rennen einzugreifen. Washington muss man schauen. Mit Case Keenum könnte noch eine Überraschung werden, aber das wird zwischen Philly und den Cowboys, glaube ich, ausgehen. Vorspann. Jenkins, Golden Tate und Jeffrey auf Seiten der Eagles. James Smith, Ryan Shazier, Keyshawn Johnson bei den Cowboys. Golden Tate ist ja mittlerweile in der Free Agency gewechselt zu den New York Giants als Ersatz für Odell Beckham Jr. Den Satz muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. So, wir liegen mit 2 Punkten hinten. Haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10, nehmen wir den Go DBL Post. Wir haben noch 2:55 zu spielen. Beide Teams haben noch jeweils eine Auszeit zur Verfügung. Oh, Amari Cooper wird von einem Cornerback ziemlich nah an der Line of Scrimmage gedeckt. Wir schauen mal, wie sich der Free Safety verhält. Er geht mit nach innen, aber Amari Cooper ist da deutlich schneller. Oh, hat den Ball. Das ist ein ganz leichter Touchdown. Wieder für die Cowboys. Und damit haben wir den Rückstand bereits aufgeholt. Der PET. Two-Point Conversion machen wir nicht, weil hätte jetzt vom Score hier keinen Unterschied gebracht. Wir führen mit 35 zu 30. Den Druck haben jetzt wieder die Philadelphia Eagles. Der Nick Foles ist ja nicht mehr bei den Eagles. Der ist ja jetzt in der Free Agency gewechselt für einen Mördervertrag zu den Jacksonville Jaguars. Und die hatten ja wirklich, glaube ich, neben den Giants den größten Quarterback-Bedarf in der gesamten NFL. Erster und 10 an der 25. So, jetzt dürfte gleich also Carson Wentz natürlich aufs Feld kommen. Ja, da ist er schon. Erster und 10, Philadelphia. Vollständiger Pass. Ball ist an der 30-Yard-Linie. Die Eagles brauchen ja einen Touchdown. Ein Field Goal zählt nur 3 Punkte. Das nutzt ihnen also mal so überhaupt nichts. Sie müssen einen Touchdown erzielen. Zweiter Versuch und 5. Wieder eine schöne Completion. Und der Ball ist an der 34-Yard-Linie. Damit haben wir einen dritten und 1 und sind beim Two-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten hier für Doug Peterson und seine Philadelphia Eagles sind angebrochen. Dritter Versuch und 1 an der 34-Yard-Linie. Ja, die Eagles haben auch nur noch eine Auszeit zur Verfügung und sie brauchen einen Touchdown. Da gibt es angenehmere Szenarien, aber Wentz macht das Beste draus, holt ein neues First Down. Ball ist an der 36, erster Versuch und 10. Die Uhr läuft weiter. Wentz unter Druck und wird gesackt. Sean Lee kommt durch. Wir haben einen zweiten Versuch und 20. Und das dauert jetzt. Alle Receiver müssen erstmal wieder zurückkommen. Der ganze Spaß hat jetzt. Wir sind schon bei 1,30. Und wieder ist es, glaube ich, Sean Lee, der durchkommt. Der zweite Sack hintereinander. Das führt zu einem dritten und 29. Ball an der 16-Yard-Linie.
Und ein Riesenpass von Wentz. Nein, der Receiver kann ihn nicht festhalten. Incomplete Pass. Das ist ein vierter Versuch und 29. Oh mein Gott. Armes Philadelphia. Das könnte hier jetzt das entscheidende Play sein. Denn wenn das kein First Down ist, und das ist eine Incomplete Pass. Da hatten wir sogar fast sogar noch die Chance für eine Interception. Turnover on Downs an der 16-Yard-Linie kommt meine Offense aufs Feld. Philly kann noch einmal die Uhr anhalten. Deswegen ein Laufspiel über Ezekiel. Da kommt noch ein Blitz von der linken Seite. Wir laufen über die rechte Seite. Elliot sucht eine Lücke, findet sie nicht, kommt bis an die 11. Doug Peterson muss die letzte aussenden. Ab jetzt kann er die Uhr nicht mehr kontrollieren. So ein Field Goal haben wir schon relativ sicher. Damit würden wir unsere Führung auf 8 Punkte ausweiten, wenn denn das gelingt. Dann müssten die Eagles nicht nur einen Touchdown erzielen, sondern auch noch eine erfolgreiche Two-Point-Conversion machen. Das hat sich aber jetzt erledigt, denn Eddie George ist in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. So, wir führen jetzt mit 11 Punkten vor dem PET. Setzen den PET jetzt auch noch rein. Es ist eine 12-Punkte-Führung. Das heißt, sie müssen zweimal scoren und müssen bei einem Touchdown auch noch eine erfolgreiche Two-Point-Conversion hinlegen. Plus noch ein Field Goal. Und das, wenn nur noch 58 Sekunden zu spielen sind. Ohne Auszeiten. Das wird schwer für Philly. Der Kick geht bis in die Endzone. Es erfolgt kein Return. Also bleiben die 58 Sekunden komplett für Carson Wentz und die Offense der Philadelphia Eagles übrig. Erster und 10. Wentz mit Zeit, aber sehr schön verteidigt. Incomplete Pass. Direkt einen zweiten und 10. 54 Sekunden noch zu spielen. Boah, Wentz unter Druck. Da kollabiert die Pocket aber komplett. Das ist ein dritter und 18 von der eigenen 17-Yard-Linie. No Huddle Offense jetzt der Eagles. Die Pässe sind ja nicht schlecht, aber da muss ich halt auch mal meine Verteidiger loben. Die machen das sehr, sehr gut, sind sehr, sehr eng an den Receivern der Eagles dran. Vierter und 18. Wieder kommt da der Druck und das ist eine Interception. Sanders schnappt sich den Ball an der 39-Yard-Linie. Turnover. Wenn ich den Ball abgeschlagen hätte, ich weiß, wäre ich schon viel, viel näher an der Endzone der Eagles wieder im Ballbesitz gekommen. Aber das möchte ich ja gar nicht. Wir führen mit 12 Punkten. Und Interceptions sind doch einfach geil. Sanders mit der Interception. Elliott mit dem nächsten Run. Zweiter Versuch und 6. Die Uhr tickert hier weiter runter. Jetzt ist Eddie George auf dem Feld. Der läuft über die linke Seite. Hat da eine gewisse Lücke. Und kommt bis an die 21-Yard-Linie. Und ich glaube, das war der letzte Spielzug, den wir hier im Spiel gesehen haben. Die letzten Sekunden tickern hier runter. So ist es. Das Spiel ist aus. Wir schlagen die Eagles mit 42 zu 20. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.